Also Gier ist für mich erstmal sowohl negativ als auch positiv belegt. Ich glaube auch, dass es vielleicht in der Allgemeinheit eher negativ belegt ist. Aber ich denke, wenn man übertriebene Sucht hat nach was Detailliertem, also nach Ware oder vielleicht Dienstleistungen, dann kann es zur Sucht werden, dann ist es sicherlich auch negativ. Wenn es aber einen positiven gesehen wird, was ich jetzt vielleicht bevorzuge und das nicht unbedingt negativ interpretieren möchte, ist, dass man ein Streben nach einem Ziel hat, welches man unbedingt erreichen will. Und das kann im Beruflichen sein, das kann im Sportbereich sein. Und das ist vielleicht jetzt auch gerade der Fall in Zeiten von Corona, wo man sagt, ich habe eine Gier danach, wieder normales Leben zu haben. Also das finde ich eher das positiv belegte Gier. Das war ja so, dass wir eine Klinikfeier hatten vor 4 Jahren, eine relativ große, eine Jubiläumsfeier, und meine Mitarbeiterinnen haben mir diese Objekte dann geschenkt. Das ist eine goldene Haube, ein goldenes Kapell und ein goldenes Implantat. Das ist natürlich alles leider nur vergoldet, aber mit Goldfarbe überzogen. Aber das Implantat, das ist halt das, was ich am meisten mache seit jetzt 20 Jahren. Ich habe sicherlich über 10.000 Implantate gesetzt. Und deswegen ist das so für mich so ein bisschen das Markenzeichen. Und das Kapell brauche ich natürlich zum Einbringen der Implantate. Und im OP haben wir dann so ein nettes Mützchen auf, damit keine Haare ins OP-Gebiet fallen. Und das ist also tatsächlich mein tägliches Werkzeug. Und das noch so schön präsentiert. Jetzt zuerst mal bei mir eben als vergoldetes Geschenk und jetzt bei Ihnen in der Ausstellung, ist natürlich ein perfekter Verwendungszweck. Also da würde ich das Wort Gier jetzt gar nicht verwenden. Da würde ich tatsächlich eher das Wort Gier in das Wort Sehnsucht umwandeln, weil man hat für sich irgendeine Disharmonie im Körper. Das kann natürlich auch mal eine zweite sein, aber in der Regel begrenzt sich das wirklich auf eine bis maximal zwei. Und wenn ich die dann für mich auch verbessert habe, dann habe ich für mich einfach eine körperliche Harmonie hergestellt. Und das ist eine Sehnsucht, die sich bei den Menschen über ganz lange Jahre in der Regel auch entwickelt. Und irgendwann wird es dann möglich gemacht, entweder aus finanziellen Gründen oder weil man die Ängste abgelegt hat. Aber das ist für mich eher eine Sehnsucht als eine Gier. Also ich sehe das als Hilfsmittel zur äußeren Befriedung, der sich bestenfalls oder aus dem dann auch bestenfalls eine innere Harmonie entsteht. Also wir können da mithelfen mit unserer Arbeit, aber es ist sicherlich nicht die Ganzheilung. Und deswegen muss der Mensch schon auch mit sich im Inneren ins Reine kommen. Und da gehört sicherlich mehr dazu als nur eine Operation. Also in der Regel sind es tatsächlich klar definierte Wünsche, die der Patient hat, die man auch gut erfüllen kann. Und das kann man dann eigentlich ganz pragmatisch auch abhandeln. Ja, es wird gemessen, es wird besprochen, es werden die Risiken erläutert und dann passiert die Operation und dann findet es auch den Abschluss. Das ist so der Normalfall. Es gibt natürlich auch schon deutlich aus der Reihe fallende Wünsche, die entweder anatomisch gar nicht mehr zu erfüllen sind oder die einfach auch weit weg vom Normalen sind. Und das ist immer ein sehr riskanter Bereich, auch für den Chirurgen, finde ich. Da sollte man am besten die Finger weglassen, weil das sind natürlich auch Fälle, die erstens eher nach Komplikationen schreien, aber auch da zeigt sich ja am Menschen anscheinend, dass irgendwie die Gedankengänge zu sich selbst anders sind. Und da muss man vielleicht tatsächlich mal das ablehnen, um nicht damit in eine Falle reinzulaufen. Ja, also ich frage mich immer, ob das wirklich so ein zeitgemäßes, gesellschaftliches, anerkanntes Schönheitsideal überhaupt gibt oder ob das wirklich so eine klare Definition ist. Ich erlebe das wirklich gar nicht so sehr. Es gibt vielleicht gröbere Rahmen dazu und vielleicht waren früher fülligere Frauen, ich sag mal, in und jetzt ist es eher, dass man doch einen sportlichen Körper haben will und vielleicht ist gerade die Brust zum Beispiel auch von den Damen etwas größer gewünscht, aber es ist trotzdem und es ist ganz wichtig, immer ja, eine ganz persönliche, auf den eigenen Körper abgestimmte Geschichte. Und man kann ja auch nicht aus einem Idealbild
im Patientenbereich genau das widerspiegeln. Jeder Patient wird für sich seine Grenzen haben und man kann es als Vorlage sehen, aber als Arzt muss man das immer dann auch relativieren und sagen, okay, aber das ist bei Ihnen halt nur möglich. Ja, ich wäre gern der junge Mann mit einem tollen Sixpack. Ja, das wäre toll, aber nein, die Zeiten sind vorbei. Also eher nicht. Ich achte so auf mein Körpergewicht und hätte dafür gerne ein paar Kilo weniger. Sonst nehme ich mich gerne so, wie ich bin. Ich glaube, für mein Alter habe ich genetisch einfach eine große Begünstigung und für mich auch jünger, als ich bin. Und bin eigentlich so super zufrieden.